So, römischen Lager haben wir fertig. Die Stimmung ist eisig. Das wundert mich aber nicht bei diesem Wetter. Jetzt ist die Frage, wo sind wir jetzt hier? Du bist dran, Asterix. Wenn ich jetzt mit Asterix hier hochgehe. Jetzt ist wirklich nicht der Moment zum Planschen. Ja, hast du ja selber gesagt. Einfach reingedrungen. Ich hab aber heute Morgen schon geduscht. Nein, 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 ich will da lang. Nein. Im Hafen geht's da lang. Aber ich will aber dann noch lang. Da oben lang. Müssen wir hier lang und dann hier lang. Dann sind wir wieder hier. Nein, nicht reinlaufen. Wir müssen jetzt hier hoch. Okay, das geht nicht. Aber vielleicht können wir so und dann hier so rüber. Okay, das geht auch nicht. Nein. So. Das ist die Frage. Okay, okay, okay. Wir können hier jetzt hier unten hochgehen. Hier ist Paul Obelitz. Er macht die Steine hier kaputt. So. Wieder Asterix. Kurz warten. Hier ist rüber. Hopp. So, jetzt kommen wir hier hoch. Mit Obelix. So, fertig, 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 fertig. Dann können wir jetzt mit Asterix wieder zum Hafen gehen. Idefix, riechst du, was ich rieche? Ja, Wildschwein. Es riecht nach Wildschwein. Aber. So. Obelix? Nein. Okay. Obelix? Hopp. Da geht's nicht lang, leider. Da traue ich mich noch nicht. Obelix? Wildschwein. Du bist dran, Asterix. Wem hat das Wildschwein? Wie da geht's da lang? Das waren wir, da waren wir, da waren wir. Jetzt kommt der Part hier. So.
So. Kurz warten. Nein. Geht nicht, okay, schade. Bist du sicher, dass hier Leute wohnen, Asterix? Idevex hat was gefunden. Das stand hier irgendwo. So, 4 von 5. Fast alle Knochen beisammen. Nein. Putz nicht aus, Obelix. Wir versuch's doch. Es ist nicht so einfach, wie das aussieht. Aber wieder ein bisschen mehr Life gekriegt. Bitte? Wir sind immer noch im Wasser. Nächste Part. Jetzt bin ich ganz nass. Oh, mal noch. Geh mal hier lang. Du bist dran, Asterix. Nein. So, und pop. So. Verleih. Vorsicht, Obelix. Das riecht nach einer Falle. Ich rieche nichts. Meine Nase ist verstopft. Obelix. Immer noch? Achso. Ich bin für so etwas zu müde. So, noch einer? Bam. Die Falle ist fertig. Ah, raus. So. Den Blitz brauchen wir theoretisch. Geht es schon noch rein. Hier waren wir schon. Ich
Wie sieht's aus, Galia? Habt ihr gefunden, was ihr gesucht habt? Yep. Ja, wir haben ein schönes Fragment gefunden, das meinem Hinkelstein etwas Farbe schenkt. Das Problem ist, dass wir noch zwei andere finden müssen, bevor wir Edda finden können. Und dass wir überhaupt keine Ahnung haben, wo sie sein können. Wartet mal, lasst mal sehen. Wisst ihr was? Ich habe schon mal so ein ähnliches Fragment gesehen. Wovon sprichst du, Epidemais? Wie ihr wisst, habe ich einen Laden in Tyros in Phönizien. Und ich kenne die Stadt wie meine Hosentasche. Wie dem auch sei, ich bin mir absolut sicher, dass ich so ein Fragment im Tempel von Baal gesehen habe. Ja, genau so eins war es. Die große Priesterin von Tyros, Feuerwachtis, besitzt ein anderes Fragment eures Hinkelsteins. Da bin ich mir sicher. In Phönizien? Hier? Epidemais, du bist unsere Rettung. Auf nach Tyros! Tyros! Und so stachen unsere Helden Richtung Süden in See. Eine Überfahrt, die Epidemais mit geschlossenen Augen verlebte. Schließlich kannte er die Route in- und auswendig. Obelix hingegen hielt die Augen offen, um nach römischen Galeeren Ausschau zu halten, denen er freundlich guten Tag sagen konnte. Nach einer reibungslos verlaufenden Überfahrt bis zur phönizischen Küste und gerade als die Stadt Tyros und der Tempel von Baal endlich in Sichtweite kamen, setzte Epidemais zu einem kleinen Umweg an. Okay, wohin will er uns jetzt bringen? Gallia, ich lasse euch lieber hier raus. In Tyros sind die Zollbeamten wahre Geldeintreiber. Und wenn ich mit euch zusammen anlege, muss ich am Ende noch eine Touristenbeförderungsabgabe zahlen. Ist es denn von hier noch weit zur Stadt? Nein, überhaupt nicht. Tyros ist gleich um die Ecke. Sehr gut. Na los, Obelix. Und nehmen wir uns in Acht. Wenn wir zu auffällig sind, geben wir eine tolle Zielscheibe ab. Ui, da sind aber viele Soldaten. Also, jetzt geht's wieder weiter. Wupp, noch kurz einsammeln. Noch Leben mitnehmen. Was ist hier hinten? 1 von 8. Voll der Leewald hier. Okay, das ist nur Wasser. Hier ist nichts. Wie kommt man hier hoch? Das ist nur Deko. Mal in Taurus rein. So, Obelix. Da ist was. Aber dann noch du mal. Bist dran, Asterix. Hier will ich noch rein.
So. Jetzt können wir hier geradeaus gehen. Okay, da kommen wir rüber mit Axrix. Du bist dran, Asterix. Nein. Jetzt ist wirklich nicht der Moment zu planschen. So. Du bist dran, Obelix. Obelix. Noch einer. Ja. So. Alles aufgeräumt. So, mitnehmen und bam. Was ist hier hinten? Du bist dran, Asterix. Hoch. So, mitnehmen. Du bist dran, Asterix.
So. Brauchen wir nicht mehr? Hier ist nichts mehr drin. Oh. Du bist dran, Obelix! Ich bin für so etwas zu müde. So. Wir müssen geradeaus. Hier macht er auch noch nicht. Hier waren wir. Hä? Waren wir da noch nicht? Okay, da sind wir hochgegangen. Ah, wir sind einfach runtergegangen, okay. Hier ist nun. Das war gemein. So. Alles hier runter, hier runter. Ja, das Level ist schon cool, ohne Scheiß. Also das ist echt. So, da waren wir doch schon. So. Hier ist noch eine Kiste. Och nee, ne? Waren wir. Hier ist das berühmte Tor von Tyros, Obelix. Wir müssen nur noch an dieser römischen Garnison vorbei und schon sind wir in der Stadt. Ich weiß nicht, ob es die Sonne ist, aber sie sehen goldbraun gebraten aus, diese Römer. Okay, einfach gedrückt halten wäre einfach gewesen. Haben wir? Lol, das geht halt nach oben.
Schaffen wir das? Nein. Bitte? Wir sind immer noch im Wasser. Wieso gibt es da einen Fall? Okay. Dann gehen wir mal da rein. Okay, jetzt verstehe ich es. Mal gucken. Und geschafft. 16 Minuten. Ich habe gewonnen. Jetzt Silber. Blech. Silber, Silber. Wir haben Silber erreicht. Wir haben, glaube ich, überall Silber erreicht, außer bei 1. Es hat ewig gedauert, dieses Tor von Tyros zu öffnen. Glaubst du, wir werden das Fragment die ganze Nacht lang suchen, Asterix? Um das Fragment zu finden, müssen wir erst einmal den Tempel von Baal finden, Obelix. Kommt näher, Gallier, kommt näher! Was für eine Freude! Es ist Jahre her, dass ich neue Gefolgsleute hatte. Kommt und verehrt den Gott Baal. Den Wächter des Feuers. Ich verstehe absolut nichts, was diese Geschichte von Baal und dem Wächter angeht, Asterix. Ich weiß nur, dass es kein Spiel ist, Obelix. Miraculix war sehr ernst, als er von diesen Legenden erzählte. Miraculix? Ihr kennt meinen alten Freund Miraculix? Wir kennen ihn nicht nur. Er schickt uns sogar... Ich verstehe. Und ich fürchte, ich verstehe, warum ihr hier seid. Während Asterix die Geschichte von Edda Heimdallier und dem Kristallhinkelstein erzählt, dachten wir uns, dass eine kleine Tempelbesichtigung ganz nett wäre. Denn es ist schließlich immer sehr wichtig, sich auf Reisen weiterzubilden. Oh, das müssen wir wohl leider auf ein anderes Mal verschieben. Ich glaube, unser Held hat bereits zu Ende erzählt. Ich habe es schon immer gesagt. Cäsar mag zwar Kaiser sein, aber er ist ein Lümmel. Eine Frau entführen, um ein Land zu erobern. In welcher Zeit leben wir denn? Edda Heimdallier ist eine Freundin. Und sie hat mich darum gebeten, das Feuerfragment zu bewachen. Ich vertraue es euch an.
Aber Vorsicht! Mit diesem Fragment hat der Snæfellhelgr Jökull noch mehr Kraft. Lol. So einfach ist es. Vielen Dank, Feuerwachtis. Weißt du zufälligerweise, wo sich das letzte Fragment befindet? Das letzte Fragment wurde einem griechischen Weisen anvertraut, der auf Kreta lebt. Und wie heißt dieser weise Mann? Den Namen kenne ich nicht. Aber ich glaube, dass er als Einsiedler oben auf einem Berg lebt. Er müsste noch dort sein. Auf einem Berg? Welchem Berg? Während ihr euch unterhaltet, werde ich meinen Hinkelstein kurz abstellen und mich 5 Minuten auf diese Bank setzen. Achtung, Obelix! Die Kräfte dieses Hinkelsteins sind wirklich verblüffend. Aber er zieht zu viel Aufmerksamkeit auf uns. Brandstifter, die Ausgangssperre nicht beachten! Ja, schon wieder. Stehen bleiben, Priesterin von Baal! Feuerwachtis, kennst du einen Ort, wo du dich in Sicherheit bringen kannst? Ja, bei einer Freundin. Aber sie wohnt in einer der dunklen Gassen dort. Kein Problem. Mein Hinkelstein wird uns den Weg leuchten. So, hier ist das Ende des Let's Plays. Im nächsten Part geht's weiter und wenn ihr es noch nicht gehabt habt und noch nicht gemacht habt, dann besucht mich einfach bei Twitch, lasst mir ein Follow da, dann bekommt ihr eine Benachrichtigung, wenn ich wieder live gehe und wir sehen uns im nächsten Let's Play. Bis dann, ciao, ciao!